Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute das versprochene Super-Makro-Video von den Hafenplakat-Babys, die erst vor ein paar Tagen geschlüpft sind, und zwar am 11.04. Heute haben wir den 16. und 4 Tage alt. Und ich bemühe mich, mit diesem Super-Makro irgendwie Aufnahmen einfangen zu können, denn es ist gar nicht so leicht, wie ihr seht. Die Tiere sind ca. 5 mm lang und es sind ziemlich viele. Deswegen werde ich wahrscheinlich einen Cut machen und dann gleich euch nochmal das gesamte Becken zeigen, weil es wirklich super Makrobereich ist und ich gar nicht so nah an die Tiere rankomme, wie ich es brauche. Aber so ist das, glaube ich, ganz gut. Ich habe ja einen Kandidaten, der ist direkt an der Scheibe, da funktioniert das sehr gut. Und ja, man sieht schon schön die Augen. Und auch den Mund des Tieres. Und man kann schon so ein bisschen erahnen, dass das mal ein Fisch wird. Es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie die Kleinen wachsen. Und vor allen Dingen ist es überhaupt nicht, also überhaupt nicht spannend. Doppelte Verneinung. Und ich versuche jetzt mal hier nochmal ein paar andere zu finden, weil der gerade an einer blöden Stelle ist. Ja, hier ist jemand an der Scheibe. Schaut euch das mal an, da ist jemand, ne? Das ist wirklich ein Drahtseilakt. Die meisten hängen da hinten an der Scheibe. Und ist natürlich jetzt in diesem Falle ziemlich blöd, aber hier sind zwei, vielleicht kriege ich das ja drauf, da. Da sind zwei. Und ja, unterschiedlicher können sie kaum nicht sein. Die sind nämlich genau gleich. Der eine ist ein bisschen heller. Man sieht aber schon, dass sie kleine Flossen haben. Und es ist wirklich sehr schwer zu halten. Ich kann ja eigentlich alles halten in Kamera, aber das ist wirklich sehr schwer. Aber es wurde sich gewünscht und ich habe ja die technischen Möglichkeiten und setze das dann natürlich gerne für euch um. Ja, nur nochmal die hier. Probieren wir nochmal. Ich bin jetzt in Autofokus reingegangen, weil ich sonst gar nicht alles machen könnte. Aber hier sieht man einen auch mal fressen. Die essen ja jetzt noch die kleinen Mikrolebewesen, bevor sie dann auf Artemia umsteigen. Das hat man ja gerade super schön gesehen. Ich glaube, ich lasse das Ganze mal mit den Makroaufnahmen und zeige euch gleich mal das Ganze. Ja, das ist das gesamte Becken. Ich habe die Kleinen von 12er hier reingesetzt, noch eine Pflanze reingemacht. Ich hoffe, dass sie Pflanze damit klarkommt. Ich habe gerade auch sauber gemacht und kriegen gleich wieder was zu futtern. Und die ihr gerade gesehen habt, um das mal zu vergleichen, im Vergleich zu den Aufnahmen eben zu bekommen, da sind die Babys. Ich hoffe, man sieht es. Ein bisschen dunkler. So, da und da, wenn ich meinen Finger daneben halte, dann seht ihr, wie groß bzw. wie klein die sind. Und hier in der hinteren Ecke, ich hoffe, man kann es auf der Kamera gleich sehen, wenn ich scharf gestellt habe. Da sind ganz viele Punkte, das sind alles Fische da. Und ja, ich habe noch nicht gezählt. Ich weiß auch nicht, wie ich das zählen soll, weil es sind extrem viele. Das kann die Kamera so gar nicht einfangen und ich habe ja immer auf einen großen Wurf gehofft, aber das plättet mich jetzt natürlich total. Ich stelle mal auf manuellen Fokus wieder um, weil das ist echt eine Menge. Also da hinten sind überall Fische und das ist jetzt noch nicht gecuttet. Hier sind überall Fische. Also da hinten ist irgendwie so ein Domizil, also da sieht, wow, da sieht man's. Ich will mal kurz einen Snapshot machen. Also
Ja, läuft bei mir. Aber das ist ja das, was ich euch immer gesagt habe, was bei den Kampffischen passieren kann jederzeit, dass man einen riesen Wurf landet und ich schätze mal sind so 200 Tiere. Wenn ich jetzt überlege, dass alles Männchen sind und die alle überleben, habe ich ein Problem. Und deswegen habe ich jetzt Glück gehabt, ein Privatanbieter, ein privater Züchter, der aufgehört hat leider, Gottes. Das war jetzt mein Glück, denn ich habe Seepass bekommen. Und da sind sie. Ihr könnt ja mal schätzen, wie viele Boxen das sind, die ich hier erhalten habe. Es sind nicht viele, aber es ist erstmal ausreichend mit den Boxen, die ich ja da oben noch stehen habe, um erstmal um die 100 Tiere zu separieren. Und wenn ihr euch jetzt das vorstellt, das ist ja ein großes Schwerlastregal. Da ist ein 1 Meter Becken, das ist 1,12 Meter. Also Länge hat ein Regal um die 2 Meter. Ich überlege gerade, wie ich diese Menge an Boxen stellen soll. Das sind jetzt so circa 3 Liter oder so, sagte er. Habe ich jetzt gerade nicht mehr am Schirm. Und Halleluja. Ich dachte, es ist wenig. Ich habe mir auch noch so die großen Boxen dazu gekauft, aber... Ja, da werde ich erstmal die Jungtiere dann separieren, bis sie dann in die größeren Boxen umziehen, die da oben sind. Und hier die eine, habe ich jetzt da auch noch eine stehen, weil ich ja kein Becken übers Internet bestelle und jetzt nicht in die Baumärkte fahre wegen einem Aquarium, um erwachsene Tiere zu separieren. Denn da seht ihr ja schon, die Divider habe ich rausmachen müssen, weil die Temperatur zu niedrig war, komischerweise. Und... das hat den Tieren natürlich nicht gut getan. Naja, in jedem Falle habe ich da auf jeden Fall genug Seepa-Boxen. Und ja, noch ein Tipp, weil mich das ja immer die Leute fragen oder jetzt mehrere Fragen gekommen sind. Machst du den Wasserwechsel bei so kleinen Babys? Wann machst du den? Also die sind jetzt 4 Tage alt, die haben gestern ihren ersten Wasserwechsel gekriegt oder beziehungsweise Wasser aufgefüllt. Und sind umgezogen und eben habe ich hier den Mulm abgesaugt. Ihr habt gesehen, da hinten komme ich nicht so ganz ran. Ich habe hier einen Luftschlauch, das hatte ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und dann lasse ich das Wasser einfach in solche Seepa-Boxen ab. Und ihr seht, hier ist jetzt der ganze Dreck drin. Und warum mache ich es nicht gleich in den Eimer? Das hat einen einfachen Grund. Zwar passe ich auf beim Ansaugen, dass ich kein Baby mit rausziehe, aber es passiert immer mal und dann ist das Baby erstmal hier in der Box. Hier mache ich auch immer Futter rein, aber ganz wenig nur, weil an den Resten natürlich Kleinstlebewesen sind und das Becken steht dann auch erstmal 24 Stunden da und ich beobachte immer mehrmals pro Tag, ob da ein Baby ist oder nicht, weil ich meine 5 Millilitern, hier sind welche, und da, dann übersieht man das mal gerne und ich fange die dann raus. Inzwischen habe ich mir das so angewöhnt, ich nehme dann so eine Pipette, ziehe die an und ziehe die Babys raus. Natürlich mit höchster Vorsicht. Man kann das auch dann wieder mit diesem Schlauch machen. Mit dem Kescher würde ich nichts machen, weil dann zerquetscht ihr die Babys erst recht. Genau, das dazu, das wollte ich nochmal erklären. Aber weitere, bevor jetzt auch die Frage kommt, wo ich die Boxen her habe, wie gesagt, von privat und ich weiß nicht, wo er die her hat. Sowas kriegt man nur bei Großhändlern und da muss man gewerblich angemeldet sein. Nur mal das am Rande. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Deckel kriege ich dafür auch noch. Ja. Für jedes M, was ich jetzt in diesem Video gesagt habe, könnt ihr ja mal einen Kommentar verfassen, wie viele M's das waren. Vielleicht schneide ich ja auch ein paar raus. Genau. Und da ist es schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn unser Kanal weiter wächst, denn es ist ja nicht nur mein Kanal, sondern der wächst ja mit euch zusammen. Und es ist immer wichtig, dass YouTube denkt, dass meine Videos irgendwie eine Wichtigkeit für euch haben und an der Abonnentenzahl und an der Zahl der Nicht-Abonnenten, die schauen, sehe ich ja, dass es irgendwie eine Wichtigkeit für euch hat, dass ihr immer die Baby-Updates seht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video fleißig in den Gruppen teilt oder WhatsApp, wo ihr auch immer seid, wo andere Fischbegeisterte sind.
vielleicht nicht unbedingt dieses, vielleicht auch die Fischraumtour, wenn die euch gefallen hat, oder das Q&A. Das ist für euch vielleicht 5 Minuten Arbeit, wenn überhaupt. Und für mich ist es ein super Werbemittel, dass YouTube denkt, dass meine Videos toll sind, und die werden dann anderen Fischbegeisterten noch angezeigt, sogar Leuten, die nicht fischbegeistert sind. Hab letztens erst einen Kommentar von einer lieben Frau bekommen. Und es wäre ja schön, wenn noch mehr Leute erkennen, dass man Kampffische einzeln halten muss, indem man ihnen halt zeigt, wie es richtig geht, und dass vielleicht mehr sensibilisiert sind, die Haremshaltung bei Hochzuchtkampffischen nicht mehr anzuwenden. Das wäre für mich eine riesige Entlastung auch in den Gruppen. Ihr wisst ja, ich habe eine Community-Gruppe auf Facebook, die heißt Die Kampffischgruppe. Da könnt ihr auch gerne beitreten. Ihr müsst nur die Fragen beantworten, weil wir uns natürlich vor Trolls und Spammern schützen möchten. Es ist noch so eine kleine Kaffeerunde. Bis dato die Admins, die Moderatorin Sandra, eine Moderatorin ist zum Beispiel die Sandra oder der Alex, und die machen das richtig toll und die nehmen mir richtig viel Arbeit ab. Nochmal danke dafür. Ich weiß ja, dass ihr meine Videos auch schaut. Und ich komme natürlich jetzt durch den Shutdown noch weniger dazu, in die Gruppe zu schauen. Aber ich gebe mir große Mühe, da immer mit dabei zu sein. Und falls ihr Fragen habt und so weiter, zögert nicht. Ihr könnt mir gerne über meine Webseite kampffischdame.de über das Kontaktformular schreiben. Ich erhalte auch täglich E-Mails, die ich relativ schnell beantworte. Falls ihr Krankheiten bei euren Fischen feststellt, dann würde ich euch bitten, dass ihr in der Facebook-Gruppe postet. Das kostet auch nichts, das tut nicht weh. Ihr könnt euch bei Facebook auch mit einem Fake-Account-Namen anmelden. Das nehmen wir trotzdem an, wenn ihr die Fragen beantwortet habt. Also müsst ihr da nicht Angst haben oder so. Aber mir würde es auch helfen, wenn ihr einfach den Abonnent von diesem Kanal werdet, die Glocke aktiviert und täglich einfach Videos schaut, gefällt mir drückt und so weiter. Ich weiß ja, dass immer einer gleich in den ersten 5 Minuten Daumen nach unten drückt. Ich weiß nicht, wer da so viel Langeweile hat, das bei jedem Video zu machen. Sind eine oder zwei Personen. Aber gut, solche Menschen gibt es halt auch. Aber wer Zeit hat, die Videos zu schauen und Daumen runter zu drücken, dann ja. Gut, ich habe jetzt mal wieder zu viel gelabert, aber das musste irgendwie jetzt mal wieder raus. Und ich hoffe, euch hat der Anblick hier dieser Babys erfreut. Ich habe mein Bestes getan, um das hier für euch irgendwie sichtbar zu machen. Da die sich ja in der Ecke aufhalten, ist das wirklich ziemlich schwer. Ja, aber das nächste Video ist ein super Makro mit den etwas größeren Babys. Deswegen schaltet da auf jeden Fall ein, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Macht's gut, ciao!